Freunde, was sagt ihr zum neuen Foodtrend? Croffles, Croissant und Waffel kombiniert. Man lässt die Croissants aufgeben, macht sich einen laminierten Teig und dann haut man die ins Waffeleisen. Das Gegenstück sind die flachen Croissants, die man auch immer öfter sieht. Ich bin gespannt, was sagt ihr zu diesem Trend? Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Probieren wir es aus. Und tschüss. Zum Essen sind sie ja geil, aber ist es der Aufwand wert?